Ich hoffe, eure Herzen sind so froh wie das meine. Oh, ihr seid willkommen. Erkennt ihr, wie ruhmreich unser Projekt ist? Spürt ihr, wie Gott persönlich eure Herzen zusammendrückt? Das blutet eure Adern und... Wer zu viel mit seinen Vorräten prahlt, zieht Plünderer an. Kleiner Kumpel. Aber wer sein Herz dem Projekt der dieses Geld öffnet und seinen Namen in den Stein, den werden wir von der kommenden Katastrophe beschützen. In unserem Garten ist jeder willkommen. Jeder, der John gegenüber nicht beichtet, hat getötet und als Warnung an andere zur Schau gestellt. Bist du bereit, Deputy Arzt? Hier sammle ich tolle Geschichten, die ich meinen Enkeln erzählen kann. Ich bin bereit! Es kann schwierig sein, sich zu öffnen und seine dunkelsten Geheimnisse zu zeigen. Es kann einem Angst machen. Aber du bist hier sicher. Hier richtet niemand über dich. Möchtest du vor mir weichen? Wenn wir ihnen 14 Hände erlegen. Möchtest du, dass ich dir die Beichte abnehme? Gut um dein Herz, okay?
Station. Hier ist Ray Ray auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wechsle die Stellung! Hey, Jungsfreund! Ray Ray zu verlieren, das tut schon weh! Diese beschissene Siebsitte! Aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast! Dieser Hund, der wittert Ärger und passt besser auf dich auf als du selbst! Los geht's! Wenn deine Kollegin im Valley ist, finden wir sie. Du kommst von außerhalb. Ja.
Atmosphären wie diese habe ich noch nie gesehen. Ich bin bereit. Scheiße. Ich fasse es nicht, dass wir unsere Waffen mit Motoröl schmieren müssen. Heilige Scheiße! Pastor Jerome versucht, möglichst viele Leute zu retten, und Mary May versucht, sie gegen den Kult zu einen. Sie arbeiten aus Falls End heraus. Ich habe schon Menschen vor Johns Beichten gerettet. Was er den Leuten antut, ist grausam. Vorsicht! Diese Fanatiker sind komplett durch den Wind. Jetzt nimmt die Sekte schon Geiseln. Das muss aufhören. Ich werde doch irgendwann aufwachen. Thank you.
Schon gut, sie lassen mich sicher bald frei. Ich ertrage es kaum, sie anzuschauen. Niemand guckt, hol mich heraus. Schnell! Hier drüben! Hilf mir! Hol mich hier raus! Hilf mir! Ich wechsle die Stellung! Hilfe ist unterwegs, bestimmt. Lass uns loslegen. Check. Waffen, check. Snacks, check.
Ich bin bereit. Wir sind wieder sicher. Lass uns loslegen. Lauf los! Peggy ist da drüben. Gib Gummi! Vorsicht! Nur so kann man sicher sein, dass sie tot sind! Des einen Freud, des anderen Leid. Bin dabei. Los geht's. Es wächst hier überall. Ich bin bereit. Das geht schon vorbei. Hab einen Auftrag für dich. Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße-Intus, die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig.
Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Irgendwie hat schon Ärger mit den Bären, solange ich... Ich bin am Aussichtsturm, einem Kerl... Ich bin am Aussichtsturm... Thank you.
Ich bin am Aussichtsturm einem Kerl begegnet, der meinte, er sei auf einer patriotischen Rundreise durch Amerika. Die Sekte schien ihm scheißegal zu sein, aber wenn er nicht aufpasst, werden sie ihn schnappen. Ich zitter immer noch. Was zum? Ich rück vor! Dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Skate glaubt, sie müssen sich nicht an Regeln halten. Du gehst nicht oft jagen, oder? Wenn ich du wäre, würde ich damit anfangen. So wie es hier gerade läuft. Du musst lernen, dich selbst zu versorgen. Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst sorgen können. Diese verfluchte Sekte. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende der Welt gesprochen haben. Aber sieh dich mal um. Vielleicht haben sie ja recht. Geh nicht gleich die Wand hoch. Geh jagen. Für Tierfälle. Pass nur gut auf dich auf da draußen. Kaum zu glauben, dass wir am Anfang dachten, die Peggys wären harmlos. Hirsch, oder wie ich es nenne, Mittagessen für Dienstag. Pastor Jerome versucht, möglichst viele Leute zu retten und Mary May versucht, sie gegen den Kult zu einen. Sie arbeiten aus Falls End heraus.
nach der Wäsche ginge, würden wir alle verhungern. Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Hörst du das? Sie im Auge behalten. Wenn sie mir zu nahe kommen, sind sie so gut wie tot. John muss gestoppt werden. Ich hätte nie gedacht, dass diese Waffe mal so viel benutzt wird. Die verfluchten Fassungs wollen das ganze Bild für dich allein. Nach der Sekte ginge, würden wir alle verhungern. Hier muss man sich sein eigenes. Geh woanders hin! Kultisten, seht euch vor! Wir müssen die Peggys im Auge. Muss nachladen! Feuerschutz! Seht euch diese Peggy an! Was meinst du das? Ein Kampf! Oh, du hast ein Zeichnungsvideo. Üble Sache. Gute Idee. John hat einen von deinen Leuten. Schön, dass du die ganze Sache so locker angehst. Polizei sieht man zurzeit nicht oft im Valley. Wenn du Geld ausgeben willst, ich verkaufe. Die verfluchten Peggys wollen das ganze Bild für sich allein. Wir müssen diese Sekte stoppen, egal wie. Ich rück vor! Den Kampf verlieren wir ihn! Meine Knarre braucht Futter! Passt mal auf!
loslegen. Ich glaube, wir könnten uns gegenseitig helfen. Ich weiß, wer du bist, Deputy. Und ich weiß, was du hier machst. Ich bin Special Agent Willis Huntley. Unser Häuptling lässt ihn... Rex! Rücke vor! Ich muss dich darüber informieren, was hier wirklich vor sich geht. Gut, also. Unser Häuptling lässt Eden's Gate schon eine Weile überwachen. Ich wurde von oberster Stelle geschickt, um mich darum zu kümmern. Leider sagen die präpubertären Eierköpfe in Langley, dass wir in einer Sharing-Economy leben. Bevor wir dir helfen können, musst du etwas für uns tun. Es ist wie in einem guten türkischen Dampfbad. Eine Hand wäscht die andere, wenn man so will. Steig ins Auto, dann erkläre ich es dir. Ich war im Urlaub und wollte alle Staaten in aufsteigender Reihenfolge ihres Patriotismus besuchen, als der Anruf kam. Der Anruf. Der große Mann persönlich hat mich auf eine Spezialmission geschickt. Herr im Himmel, schon vom Erzählen kriege ich einen halben Ständer, wenn du verzeihst. Ich muss ein Band sichern, das ihn, wenn es veröffentlicht würde, schlecht dastehen ließe. Ich habe es hierher verfolgt, zu einem Mitglied aus Josephs glücklicher Familie. Er hat es hier irgendwo versteckt und da kommst du ins Spiel. Ich werde unseren Mann herauslocken. Dann kannst du ihn zu seinem Versteck verfolgen und mir dieses Band besorgen. Wenn du das für dein Land tust, dann wird dein Land dein kleines Sektenproblem für dich lösen. Hier will ich raus. Halt an! Wir sind da. Folge mir. Den Rest gehst du zu Fuß. Ist echt nicht schön in Falls End, aber immer noch besser als Pittsburgh. Warst du da schon mal? Tu dir den Gefallen und lass es. Ich brauche Zugriff auf die Ausrüstung in diesem Turm. Da ist eine bessere Stelle. Beseitige diese ganzen Weltuntergangshippies für mich. Ich würde es lieber sehen, wenn wir die richtige Flagge sehen würden. Wir kriegen Ärger. Ich wechsle die Stellung! Das habe ich bestens gehört. Was? Jetzt ist er unter uns! Jetzt bist du ein Gott! Ja! Sünde sind Dickheit, Fleisch! Hallo! Das ist mir ein Gefühl!
tun ist. Sieh mal einer an, ein echter Langfinger. Achtung, Genosse, das Bett ist nass. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Wer ist da? Woher hast du diese Frequenz? Keine Zeit für Erklärungen. Euer Bunker ist aufgeflogen. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich bin bei Boyds Haus. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach, Deputy. Folge dem Helikopter zu Boyds Haus. Lass das Ziel einsteigen. Dann gelangst du an den richtigen Ort. Vergiss nicht, so ironisch das auch klingen mag, du sollst niemanden töten, nur überwachen. Greife das Ziel nicht an, außer du erhältst den Befehl. Da ist der Helikopter, ja. Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du vom Turm springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Und jetzt los! Kommt uns, Deputy! Job, Deputy. Wir sehen uns in diesem Turm. Sind das Seilrutschen? Achtung, Genosse, das Bett ist nass. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Wer ist da? Woher hast du diese Frequenz? Keine Zeit für Erklärungen. Euer Bunker ist aufgeflogen. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich bin bei Boyds Haus. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach, Deputy. Folge dem Helikopter zu Boyds Haus. Lass das Ziel einsteigen, dann gelangst du an den richtigen Ort. Vergiss nicht, so ironisch das auch klingen mag, du sollst niemanden töten, nur überwachen. Greife das Ziel nicht an, außer du erhältst den Befehl. Da ist der Helikopter, ja. Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du vom Turm springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Und jetzt los! Job, Deputy. Wir sehen uns in diesem Turm.